Liebe Zuschauer, bei der heutigen Lottoziehung 6 aus 45 wurden folgende Nummern gezogen. 2, 8, 13, 15, 21, 23 und als Zusatzzahl die 1. Guten Abend. Als ich ein Kind war, spielten wir oft Mensch, ärgere dich nicht. Ich kann mich noch gut an das Gefühl erinnern, wenn ich rausgeworfen wurde, da kam der Ärger auf. Aber viel schlimmer war noch die Enttäuschung, dass andere mir das antun konnten. Als dann meine Tränen liefen, haben die anderen auch noch gelacht. Ich fand das Spiel schlichtweg gemein, außer wenn ich selbst gewann. Gewinnen, ans Ziel kommen, seine Wünsche erfüllen, das wollen wir alle. Und wehe, wer uns daran hindert, auf den fällt unser Ärger. Worüber ärgern Sie sich? Über die Politik, die Umwelt, die Arbeitskollegen oder die Familie, weil diese nicht Ihren Vorstellungen entsprechen? Der Buddha sagt, dass es an dem fehlenden Durchblick liegt, ob wir uns ärgern oder nicht. Wir glauben, dass die Erfüllung unserer Wünsche uns das große, bleibende Glück bringt. Er erklärt, dass genau das Gegenteil der Fall ist. Je mehr wir uns an einen Wunsch klammern und Recht haben wollen und nicht erkennen, dass es nichts Bleibendes gibt, desto mehr Ärger haben wir. Mit seiner Einteilung der Wünsche in heilsame und unheilsame gibt er uns eine Richtlinie, was wir tun können, um den Ärger loszuwerden. Heilsames Denken, Sprechen und Handeln tut mir und anderen gut, wird zum Heil. Unheilsames Denken, Sprechen und Handeln wird mir selbst und anderen zum Unheil. Voreiliges Reagieren verhindert die rechte Entscheidung. Ich möchte Ihnen ein ganz persönliches Erlebnis schildern. Vor einiger Zeit fuhr ich auf einer fast leeren, dreispurigen Autobahn auf der mittleren Spur. Das ist nicht vorschriftsmäßig, aber wen sollte das stören? Weit gefehlt. Hinter mir wurde mehrmals aufgeblinkt und als ich nicht gleich auswich, überholte mich der Eilige, setzte sich vor mein Auto und bremste, sodass auch ich stark bremsen musste. Als ich dann auf die rechte Spur wechselte, wiederholte er das Bremsmanöver noch einmal und ich hatte Not, nicht aufzufahren. Natürlich war ich sehr erregt, weil dieser Besserwisser mich und sich in Gefahr brachte. Aber ich sagte mir, sei achtsam, es ist sein Ärger und nicht meiner. Reagiere vernünftig. Die Erregung flaute ab und er tat mir leid in seiner Wut, die ihn so übermannt hatte, dass er durch seine zornige Reaktion fast einen Unfall riskierte. Wir hätten durch sein unheilsames Reagieren leicht im Spital liegen können, ob ihm dann das Recht haben ein Trost gewesen wäre. Ärger lohnt sich nicht. Es liegt in unserer Hand, ob wir uns vom Ärger hinreißen lassen oder überlegen, bevor wir handeln. Es ist buddhistische Praxis, eine achtsame Pause einzuschalten, bevor man reagiert und dann so zu handeln, dass es niemandem schadet. Dabei geht es nicht darum, die Wirklichkeit zu verwischen. Im Gegenteil, sie zu erkennen. Wenn also Ärger aufsteigt, sich klar eingestehen, da ist Ärger. Ihn sogar ansprechen. Du bist schädlich und unnütz für mich und ihn wie einen bösen Gast aus den Gedanken verweisen. Der Buddha vergleicht Ärger mit glühenden Kohlen, die man auf andere werfen will, sich selbst aber die Hände verbrennt. Ärger tut weh. Ich wünsche Ihnen für morgen einen schönen Tag. Und denken Sie daran, niemand kann Sie zwingen, sich zu ärgern. Wenn Sie mehr über Buddhismus und seine praktische Lebensweisheit erfahren wollen, wenden Sie sich an das Buddhistische Zentrum 1010 Wien, Fleischmark 16, Telefon 52 37 19. Ich danke Ihnen fürs Zuhören. Liebe Zuschauer, mit Äthiopien verbindet die Weltöffentlichkeit heute das Bild von Dürre, von Hungersnot, von internationalen Hilfsaktionen und auf der anderen Seite von bewaffneter Rebellion gegen die kommunistische Zentralmacht.
Dass Äthiopien nach Byzanz der erste christliche Staat war und die Heimat großartiger Kulturdenkmäler, gerät bei völlig in Vergessenheit. Die Dokumentation Gottesburg Äthiopien verfolgt nun in FS1 diese Spuren des äthiopischen Christentums. Bilder wie aus der Bibel. Es ist das ärmste Land der Welt. Und es ist das frömmste Land der Welt.